Ebene Lotharns. Da vorne ist die Chaosbrut. Folgt mir in den Kampf. Elfen? Edle? Alles muss man selber machen. Willkommen zur zweiten Folge des vierten Elfenmonats, zu Folge 32 meines Warhammer 2 Let's Plays. Meine Großartigkeit sind der erlauchte Elfenhochkönig Jorek Langorion. Ihr schaut ein kostenloses Let's Play an, das aber trotzdem von den Crowdfundern finanziert wird. Und diese Crowdfunder, die 5 Euro in die Kasse des Königs werfen, der nicht richtig reden kann, der ist automatisch als Crowdfunder, wer das macht, dabei und kann am Elfenhof mitbestimmen über die großen Linien. Also wir zeichnen dann Linien über unsere, nein, ihr wisst, was ich meine. Ich muss euch etwas gestehen, für das ich nichts kann. Mir fiel nach wenigen Minuten der eigentlich schon gestarteten Aufnahme fiel das Mikrofon aus. Mikrofon ist ein magisches Artefakt, das meine Sprache lassen wir das. Auf jeden Fall habe ich schon weitergespielt, bin immer noch in der Runde 71, habe aber mittlerweile schon etwas konsolidiert, eine Armee entlassen. Das seht ihr auch, dass hier jetzt schon wieder mehr Einkommen stehen. Wir haben nur noch 8. Und viel mehr habe ich nicht gemacht, aber ja, das tut mir jetzt leid, das kann ich euch auch nicht mehr wieder zeigen, weil mir einfach ein Spielstand fehlt. Also ich habe jetzt einen Spielstand, wo ich weiterklickte und dann noch weitergespielt habe. Das weitergespielt habe, kann ich nicht reproduzieren, weil mir da ein Spielstand fehlt. Und irgendwie danach, ja, wir machen das einfach so weiter. Es ist nichts Großes passiert, aber was ich euch dann nicht mehr sagen konnte, weil wir haben ja aufgehört in der letzten Runde, in dem Moment, wo ich die Konfrontation geschafft habe, der Gil-galion, die Ex-Illyrians haben 2 große Armeen, oder eine nicht so große, eine große Armee, die ist auch sehr stark. Er hier, aber nur ein Level 4 Held, Eldarein, und der Gil-galion selbst steht hier mit einer relativ schwachen Armee. Und aktuell ist er in Reichweite von Valin. Und Valin, das sieht man an diesem roten Gekräusele oder auch wenn man hier drauf drückt, Valin hält gerade das Schwert des Kain. Und ist quasi eine Art böser Superheld. Und es ist die Frage, was ich tue. Also es ist wirklich eine interessante Sache. Die beiden, und das wäre eh sinnvoll, um sie zu joinen und Geld zu sparen, die müssen irgendwie zusammenkommen. Ja? Aber der hier hat keine Bewegungspunkte mehr. Er hier würde fast bis dahin kommen im Gewaltmarsch. Fast! Jetzt ist die Frage, was mache ich? Riskiere ich, dass der mich angreift? Ich weiß nicht, was in seiner Armee steht. Hier steht nicht so viel Tolles. Und oder ziehe ich ihn hier zurück, wo er aber im Leben nicht hinkommt. Und das andere wäre, sie wären dann beide im Gewaltmarsch. Also es ist eine wirklich knifflige Lage. Und jetzt seht mal, ich könnte natürlich auch ihn ganz außen rum schicken. Also es ist wirklich schwer. Aber er kommt nicht bis zur Stadt. Das heißt, selbst wenn er da ihn angreift, könnte ich über die Südroute fliehen. Ich will es sehen. Soll es ein Witz sein? Ich komme, jetzt wartet mal, ich komme im normalen Marsch mit ihm bis hierhin. Direkt hinter die Grenze, weil ich will nicht im Gewaltmarsch so eine schwierige Schlacht führen müssen. Und er kommt dann nicht mehr hin, er kommt nur im Gewaltmarsch hin, aber
Nee, mir ist das zu knifflig. Aber wie weit kommt denn er im Gewaltmarsch? Sag mal, es macht doch keinen Sinn. Schaut mal, er kommt im Gewaltmarsch weniger weit. Genauso weit wie im normalen Marsch macht das Sinn. Mir ist das zu knifflig, Freunde da draußen. Mir ist das zu knifflig. Ich ziehe mich jetzt erstmal hierhin zurück. Und er muss sich im Prinzip auch zurückziehen. Und das kann er nur noch im Gewaltmarsch. Reicht das? Ist er da außerhalb? Guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist noch genau die Reichweite vom Feind. Wenn er angegriffen wird, kann er ohne Gewaltmarsch wenigstens besser kämpfen. Wahrscheinlich wird er dann verlieren, aber mit der Armee, die schade wäre zu verlieren, aber noch schader wäre es, den Gegalion zu verlieren. Nee, ich fürchte, das Beste, was ich machen kann, ist hier stehen zu bleiben, um ohne Malus im normalen Stance zu kämpfen. Da fehlen nur ein paar Meter. Und ich kann die halt nicht joinen. Oder doch, ich kann sie joinen, aber dann haben beide den Gewaltmarsch-Malus meines Wissens. Ja, nee, ich muss das so machen. Spannend. Kleiner Nebeneffekt ist, hätte ich Geld, was ich nicht habe, könnte ich ihn noch verstärken. Zumindest mit Kavallerie. Oh, knifflige Sache. Vielleicht bleibt er auch stehen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, alles gemacht, was ich tun konnte. Nee, ihn. Ihn kann ich noch weiterziehen. Er hat gezogen. Alastar. Was sind das für Anzeigen? Wer soll sich denn dahin bewegen können? Hä? Muss irgendein anderer sein. Anyway, also das ist die Lage. Wir haben Illyrien, wir haben massiv Geld verloren. Und ich sehe hier oder überall schöne, spannende Schlachten auf uns zukommen. Achso, und Telstein habe ich auch noch weiter bewegt, klar. Der wird dann erst in Yvres auf Zollstärke gebracht und auch nicht auf zu teure Zollstärke, weil wir haben dann demnächst 4 dauerhafte Armeen, von denen 3 richtig gut sein werden, wenn es die Illyrien-Armeen überleben zumindest. Und ich habe auch vergessen, ob ich euch schon kommentiert hatte. Habt ihr das noch gesehen? Wie ich hier das Rätsel gelöst habe? Wenn nicht, ich habe da ein billiges Rätsel gelöst. Mit so Würfeln. Wie gesagt, ich kann nichts machen. Dadurch, also ich hatte ja die Runde beendet, mitten in der Runde 71 und dann weitergeschaltet und weiter kommentiert. Und dann die Runde quasi beendet natürlich. Und bei diesem Beenden wird ein Autosave angelegt. Das ist der einzige Autosave, den ich nehmen kann, weil der davor hätte bedeutet, ich hätte die Runde 70 nochmal spielen müssen mit der ganzen Konföderationsgeschichte und so weiter. Also es ist einfach, es ist so, wie es ist. So, egal. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Was wird Krake tun? Und die kommen auch noch ganz hinten, um spannend zu machen. Er greift an, und zwar den Eldarein. Aber ich habe Chancen, ich habe sehr gute Chancen, weil das ist doch nicht zu fassen. Jetzt kriegt der Eldarein das Schwert. Will ich das überhaupt? Kann ich das weitergeben? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich irgendeinen Mieshelden mit dem tollen Schwert. Und wenn ich es nicht nehme, wird es aber, glaube ich, an seinen Ursprungsort zurückgesetzt. Sowas habe ich deduziert aus meiner Partie von vor ein paar Jahren, als da mal einer getötet wurde. Ich weiß es alles nicht. Ich weiß aber, dass wir eine Schlacht haben. Und was habe ich für einen Banner, einen Vogelscheuchen-Banner?
Da nehmen wir einen Nahkampf. Ich habe leider keine Nahkampfeinheiten, aber ich habe zwei Tyrannok-Streitwägen. Ja, er ist ein Nahkämpfer. Komm, er. Wo er auftritt, herrscht Angst und Schrecken. Ich bin mal gespannt. Also, was heißt denn das jetzt? Je mehr Gelb der Balken enthält. Und ich bin ja noch am Einhorn-Tor. Wobei, wir aber nicht am Tor selbst, sonst hätte ich natürlich eine geile Verteidigungs... Ja, komm. Nachdem wir in der ersten Folge keine Schlacht hatten, gibt es in der zweiten eine. Und letztens habt ihr ja auch Zeit gespart. Die spannenden Sachen kommen jetzt sofort, weil so weit war ich noch nicht. Noch kein Kampf. Ich wusste auch, das habt ihr vielleicht gemerkt, ich wusste auch nicht, wo er angreifen würde. Weil als ich das gespielt habe, habe ich anders gezogen, als es jetzt am Ende stand. Was hat er denn da gemacht, der Tyrannok? Er hat nicht, der Krake hat nicht, nee, er hat sich zu der Stadt oben bewegt. Naja, egal, jetzt ist es, wie es ist. Und ich kann mich, glaube ich, hier gut auf den Hügel stellen. Aber eigentlich kann ich auch hier bleiben. Das ist gar keine schlechte Stelle. Er wird von irgendwo hier... Oh, ich habe seit langer Zeit keine Schlacht mehr geführt. Wo wäre es denn am günstigsten? Ah, hier ist eine super günstige Stelle. Schaut euch das an, ja. Ach, das ist ja diese Karte. Ich habe sie nur nicht erkannt. Ja, ja, perfetto. Da verteidigen wir keinen der Übergänge, sondern lassen sie hier anbranden, die armen Narren. Leider habe ich, wie gesagt, keine guten Nahkämpfer. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber geschwächt bekomme ich ihn. Das ist das Mindeste. Ich kann nämlich die ganze Zeit die Bogenschützen reinhauen. Genau, wenn er... Er hatte nur Standardmist. Und wenn er dann versucht, die zu umrunden, das sind, glaube ich... Ah, die haben auch Bogenschützen, sehr gut. Das ist so meine Elite-Einheit. Die können ihn hier ärgern, da haben sie viel Platz. Und gerne noch, die können hier einfach ärgern. Und das hier wird meine... Naja, sind leider Silberhelme ohne Schild. Der mit Schild, das ist der mit Schild. Der mit Schild. Was mache ich denn mit dem mit Schild? Der ist meine Reserve hier. Den sehen Sie. Und das hier ist meine böse Überraschung am Freitagmorgen. Nicht, dass ich es am Freitagmorgen aufnehmen würde. Die fallen ihnen von irgendwo in den Rücken. Wobei, der fällt ihnen auch von irgendwo in den Rücken. Warum soll ich den schon aufdecken? So. Endlich ist auch mal die Waldplatzierung kein größeres Problem. So. Ja, sieht gut aus. Lasst sie kommen. Wie gesagt, er ist der Superheld, aber die Krake, Gnomen... Konferenz der Inkompetenten hat ihn bemüßigt, sich mit absoluten Witztruppen zu umgeben. Wo ist er denn, der Superheld? Ich habe keine Ahnung, ich habe die noch nie hier eingesetzt. Ich glaube, ich habe die noch nie eingesetzt. Wie sie jetzt hier... Was für eine Reichweite die haben. Sind das überhaupt Fernkämpfer? Müssen sie ja. Und ich sehe es auch nicht. Ah, hier. Sie ist echt schlecht. Ah, sehr große Reichweite. Sehr gut. Dann beherrgt mal ein bisschen die Garde hier. Oh, die sind schnell und sie schießen weit und sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich dummerweise, glaube ich, nicht bei Beschuss zurück, sondern nur bei... Ah, hier ist der Held. Den schauen wir uns das mal an in Zeitlupe. Übrigens, schöne
Uniformen. Ehrlich gesagt, würden mir die besser gefallen. Dieses Rot-Weiß und dann die schönen Schilde dazu. So, wo ist der Held? Hier ist der Held. Das ist also das mächtige Schwert des Kain. Sieht aber auch nicht so supermächtig aus. Oh, und der geht jetzt an die Front oder was? Ja, ja. So, und die dürfen auch plänkeln. Kommen wir in Normalgeschwindigkeit. Ja, es sind schon viele Truppen. Es ist. Oh, 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 was ist denn hier? Der hat das ausgelöst. Was mit den Streitwagen? Das ist ein Schwert des Kain natürlich. Warum fliehen denn diese Vollpfosten nicht? Ja, jetzt sind sie nicht mehr steuerbar. Ich habe hier doch Plänkelmodus eingeschaltet. Aber das interessiert niemanden. Und die sind jetzt offensichtlich, ja, nicht gut. Warum fahren die jetzt da durch? Wir wissen es nicht. Ja, und warum ist der da jetzt reingefahren? Das wissen wir auch nicht, oder? Kann der jetzt irgendwie mal was Sinnvolles machen zur Abwechslung? Okay, das ist alles komisch. Wenn ihr eh nichts Sinnvolles macht, dann ziehe ich euch, dann vertraue ich halt nicht mehr darauf und ziehe mich gleich zurück. Puh, Idioten. Er greift ruhig mal die Seegarde an. Und den werde ich jetzt verlieren. Ich weiß nicht, was da schon wieder passiert ist. Aber ja, die sind tot. Gut. Dafür. Sie sind echt schnell am Fliehen. Die haben es auch nicht hingekriegt. Ich weiß halt nicht, was das soll. Warum haben die Plänkelmodus, was heißt, dass sie fliehen? Und dann fliehen sie nicht, die Vollidioten. Kann mir das irgendjemand erklären, was diese Scheiße soll? Entschuldigung. Meine gnomischen Vorfahren kommen immer wieder zum Vorschein. Irgendwie hat es der geschafft zu fliehen. Der ist einfach dahin geflogen. Ich habe den falschen fliehen lassen. Naja. Also das ist ja echt komisch. Das ist kein Normalverhalten. So. Jetzt scheinen die auch meine ganze Reiterei sehen zu können. Oder was bewegt sie jetzt dahin zu laufen? Ahnen sie das? In Anführungszeichen. Aber das Gute ist, derweil kann ich hier entsprechend operieren. Und immer noch. Nee, die Ritter setze ich jetzt, während sie noch können, gegen die hier ein. Jetzt hinten wurde der Adler ausgelöscht. In 45 Sekunden kommt der nächste von insgesamt dreien. Und die scheinen wirklich zu wissen, wo ich hocke. Beunruhigend. Also es ist doch sehr gezielt dahin marschiert, oder? Aber es kostet sie Zeit und währenddessen schlachte ich oben ihre Truppen ab. Das ist gar nicht so das Allerschlechteste, was passieren konnte. Und apropos Truppen abschlachten. Ich muss nur aufpassen, dass die nicht falsch laufen. Das ist ja eigentlich schon gegessen hier. Also mit dieser Truppe. Sehr gut. Jetzt sind die unten immer noch nicht entdeckt, aber gleich. Aber da warte ich bis zum letzten Mal. Ja, nee, ich ziehe die sogar noch zurück. Solange die im Wald laufen, werden sie nicht gesehen. Vielleicht beschließen ja dann, da ist gar niemand im Wald. Sind alle noch unerkannt. Ach, das gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, dass die hier gerade hängen bleiben. Die Silberschilde mit.
die Silberspeere mit Schild, die Silberschilde mit Speer. Die hängen an diesem scheiß Minitrupp hier, aber der Rest wird massakriert. So soll das sein. Also mit einer guten Armee wäre das hier ein absoluter Angstgegner, aber so muss ich sagen, der weiß doch, wo ich bin, oder? Das kann ich mir anders nicht erklären. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass die mir nicht die Flucht hier, den taktischen Umpositionierungs... Weil hier ist irgendwann das Spielfeld zu Ende. Ja, ja, da muss ich hier mal schnell die jetzt micromanagen und muss leider den Vorteil hier aufgeben. Aber ich möchte nicht von Speerträgern im Wald erwischt werden. So. Das müsste auch allein durch die Geschwindigkeit reichen. Das sieht gut aus. Also der gegnerische Heerführer ist, glaube ich, durch das Schwert des Kain so ein bisschen mit Dummheit und katastrophaler Inkompetenz geschlagen, weil ich massakriere hier einfach seine Truppen und damit die Hälfte seiner Armee hätte er zusammen angegriffen und die kann ich jetzt schon mal langsam umpositionieren. Hätte das böse enden müssen eigentlich fast. Ich hatte ursprünglich fast nur vor, ihm halt Schaden zu nehmen für die Zukunft, aber so wie es aussieht. Achso, und der Kriegsrat hatte ganz knapp entschieden, dass der Alastar das Schwert bekommen soll. Aber was soll ich machen, wenn das Schwert sich einem B-Helden aufdrängt? Vor allem, was passiert, wenn ich den dann abrüste? Fragen über Fragen? Ich habe keine Ahnung. Und ich kann mal wieder einen Adler bauen. Ich weiß nicht, wer den erschafft. Der wird einfach so erschaffen. Perfekt. So, jetzt machen sie, also ist das nicht ein perfekt ausgeführtes Manöver hier? Seht euch das an, wie auf dem Exerzierplatz. Und an der exakt selben Stelle, wie ein Uhrwerk. Sie werden, ein bisschen werden sie jetzt beschossen. Marschieren sie. Können wir auch gleich hier in den nächsten Wald stellen. So, und hier, was macht das Elend namens feindliche Armee? Sie verfolgen die letzten Versprengten, die sammeln sich, werden sofort erneut angegriffen. Und ganz bewusst bleiben die stehen, damit hier nichts anbrennt. Die vergnügen sich mit dem Adler, der mich nichts kostet. Oh, oh, und der jagt mir hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Der hat mir tatsächlich jetzt hier wieder sein Schwert ist kein Dingens reingebollert. Aber zum Glück nicht so viel Schaden gemacht. Das ist reine Fantasie. Das brannte schon. Trotzdem, irgendwie müssen sie Schaden bekommen haben. Ja, ja, durch Beschuss. So. Wer flieht? Der Adler ist ja nicht relevant. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier meinen Feldherrn zurückbringe noch. Und die langsamen Einheiten. Er ist am Brechen. Die Silberhelme sind schnell genug. Die können noch ein bisschen verfolgen. Aber er zieht schon zurück. Die haben sich gefangen. Dann fürchte ich, muss ich ihn hier... Also, im Prinzip ziehe ich erstmal nur ihn zurück und ihn. Gut. Silver Helm.
So, jetzt kommen sie hier angelaufen. Die Metzeln noch. Und mein General muss zurück dahin, wo er was ausrichten kann. Die machen die noch zu Ende. Und jetzt können beide Speereinheiten schnellstens zurück. Warum laufen die alle so schnell? Habe ich beschleunigt? Nö. In 8 Sekunden kann ich wiederum... Ja, die können ruhig noch ein bisschen hier die am Fliehen halten. Ja, das ist nur noch einer oder so. Komm. Naja, klappt nicht ganz. Jetzt muss ich gucken, dass es den General nicht erwischt. Dann muss ich hier leider fast ein bisschen vorrücken. War keine uninteressante Schlacht, finde ich. Aber ich muss sagen, dass ich sehr davon profitiere, dass der gegnerische Feldherr nicht den allerbesten Plan hatte, um es noch einmal sehr vorsichtig zu sagen. Noch ist es Chaos, aber eine Pause später, seht ihr, macht Sinn. Die sind bereit. Ich sehe sie nur nicht. Irgendwo sind sie, genau. Also ruhig ein bisschen weiter nach vorne wieder. So. So. Und dann. Genau. Die greifen doch tatsächlich nochmal ins Geschehen ein. Fliehen wieder. Die kann ich ja nicht unbedingt hier gebrauchen. Vor allem euch hier nicht in meinem Rücken. Ja, komm, mach sie alle. Ja, jetzt ist hier der Oberbösewicht vorne. Der wird schwer zu knacken sein, aber er wird zu knacken sein. Vor allem, wenn er im Überschwang seiner Keingefühle das Gefühl hat, er müsse hier alles im Alleingang machen. Das Dumme ist, dass er viele, viele Speerträger hat. Darum werde ich jetzt einen meiner Silberhelme hier hinten rum auf seine Seegarde jagen. Das sind zwar auch Speerträger, aber halt auch Schützen. Den Adler auch da erschaffen. Und ansonsten haben wir es doch eigentlich im Griff. So. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Und die machen den Wischmob. Und dann schauen wir uns mal kurz in Pause an, wie es steht. Interessant. Die sind... Die sollen in den Nahkampf. Die sollen stehen bleiben. Der Fürst. So, zieht wir nach hinten. Ich bin ganz guter Dinge, sage ich euch. Und die Statistiknome finden das auch. Damit ist diese Armeefähigkeit, interessante Armeefähigkeit, wo kommt die her? Das muss ich mir echt mal anschauen. Ja, und dann können die direkt hier angreifen und die bereiten sich, das ist eher hier quasi, nicht täuschen. Da ist das Zeichen hier, aber die Leute hier. Und eher hierhin, die als Kämpfer nach, als Bogenschützen nachgezogen. Er macht noch Wischmob. Sieht alles gut aus. Das haben wir hier gerade niemanden, darum müssen die in den Nahkampf.
schon. Also es wird sehr verlustreich und ich habe leider diese Tyrannok-Streitwägen verloren. Ah. Ja, könnt ihr gerne so machen. Und jetzt werden die hier im, ne, vielleicht sogar die hier immer eine Frontseite komplett aufrollen. Ich hoffe, die machen was Sinnvolles, auch wenn ich gerade nicht ganz einen Überblick habe, was sie überhaupt machen. Oder sollten die nicht vielleicht mal ihn angreifen? Erstmal hier. Und er verbreitet hier ein bisschen Angst und Schrecken. Und wir haben immer noch zwei Regimenter Silberhelme unerkannt quasi rumstehen. Jetzt ist er allerdings gegen die Silberhelme allein auf weiter Flur. Dann würde ich sagen, zeig mir, was dein Schwert so kann. Die müssten jetzt fertig sein. Dann dürfen die hier nochmal angreifen. Ja, das sieht gut aus, Leute. Also er ist schon ein übler, guck mal, wie er die alle vernichtet, aber was soll ich machen? Ich muss ihn ja irgendwie mal anknacksen. Halt mal, ich glaube, es ist fast besser, wenn ich die für einen zweiten Charge mir vorbehalte. Und die kriegen gleich Besuch. Und so langsam schiebt sich die Front auch dann in seine Richtung. Gehen wir mal ins Nahkampfgekrösel rein, in Zeitlupe, einfach damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, wenn anderswo was Schlimmes passiert. Halt, wo waren die Tasten? Ne, ich gab doch hier noch die Taste. Ja, da die gegenteilige. Die wollte ich, danke. So. Sieht so friedlich aus, wenn sie mit halber Geschwindigkeit nur angezeigt werden. Ja, okay. Die fassen jetzt meine Reiterchen in den Rücken, das mögen wir nicht so. Ja, die haben sich schon zu sehr zerteilt hier. Dann machen wir jetzt einen taktischen Rückzug. Und dann greifen wir nochmal mit allen Vieren an, die kommen nämlich auch gleich hier. Nee, das wird gut. Und, ach, jetzt mittlerweile hat er hier, wütet er. Oh, oh, oh. Da, ja, ja, was macht denn dieses Ding? Das, wenn man sich das noch näher anzeigen lassen könnte. Ich sehe die Symbole, aber ich weiß nicht. Ah, im Nahkampf. Randale außer Kontrolle. Wahnsinn, das Kain. Ja. Ach, das ist ja gar nicht das Schlechteste in der Situation. Aber er kann das mit relativem Abstand mir reinsemmeln. Ah ja, sieht alles gut aus. Die fliehen schon. Die rücken vor. Die schießen rein. Alles nur Kontrolle und so langsam. Ich will die nur nicht in den Nahkampf bringen. So. Jetzt kriegt er den hier ab. Die fangen an zu fliehen, die fliehen schon. Ja, eine sehr erfolgreiche Schlacht wird das. So. Das braucht nicht der Held machen. Die Eigenschwerträger hier, aber die haben sich tapfer geschlagen. In so einem Fall sage ich nichts. Also wer sich so tapfer schlägt, das ist fast nur noch der Held überhaupt da. Bisschen reinschießen hat noch nie geschadet. Die räumen hier auf. Die können da hinten eingreifen. Ja, sie sammeln sich sogar. Sehr gut. So. Es wird ja eine gigantische, triumphale, siegreiche Schlacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber wie gesagt, er hat sich selbst geteilt, um sich beherrschen zu lassen, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn diese Balken so rumspringen, heißt das nicht, dass die wirklich springen. Das heißt, dass einer getötet wurde und dann wird der Balken wieder mittig zwischen die Überlebenden gesetzt. Und wenn die weit auseinander sind, ist er auch mal im Nirgendwo.
So, bitte Formation annehmen. Der ist fast tot. Also, wir erkennen, auch das Schwert ist kein, macht nicht unbesiegbar. Trotzdem gerne noch Fliehende verfolgen. So, wo ist er denn? Ist natürlich ein bisschen lächerlich, dass jetzt da alle um ihn rumstehen und so ein bisschen ihn pieksen. Eigentlich hätte ich gerne meinen Helden das machen lassen. Gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Ja, jetzt ist der Held gegen den Helden gleich. Gucken wir mal. Komm! Du schaffst es! Er ist fast tot. Er kommt nicht durch. Jetzt. Komm, hier weg. Ich möchte den Helden wenigstens den tödlichen Streich führen lassen. Er kämpft sich durch. Aber nicht wirklich. Er kommt nicht an ihn ran. Jetzt ist er gleich weg. Das macht er wahrscheinlich noch ein letztes Mal seinen Trick da. Komm, alle Reiter weg. Lasst ihn halt nur nicht fliehen, bitteschön. Jetzt komm, jetzt muss es doch dran kommen. Ja, jetzt hat er nochmal sein Dings da eingesetzt. Aber jetzt muss es doch. Nee, er kommt nicht dran. Oh Gott. Ja gut, die sind jetzt auch in Raserei. Jetzt flieht er. Aber das schafft er nicht. Nicht gegen meine ganzen Silberhelme und Zeug hier. Und vor allem Tyrannok-Streitwägen. Aber nur für die winzige Gefahr. Also wenn der jetzt entkommt, da würde ich ja nicht glücklich sein. Nee. Das kann doch wohl nicht sein. Die werden den noch aufhalten hier und niederreiten. Ja. Der ist gleich tot. Und damit da nichts passiert, stellen die sich hier hin. Nicht, dass der gleich über die Grenze irgendwie flieht. Jetzt ist er. Yes! Oder auch, um es mit den Elfen zu sagen, wie schön ich bin! Das freut mich jetzt. Ja, ich habe Verluste aus der Hölle, vor allem gegen diesen Typen. Das wird man jetzt gleich in der Statistik sehen. Aber schaut mal, der hat allein 104 Leute getötet. Ja, aber hier, die Seegarde, oh, die Seegarde hier, die hat geschlachtet, 159. Ja, der Kriegsratplan, wer das Schwert bekommt, ist damit hinfällig. Und wir haben eine sehr schöne zweite Folge, die auch noch ein paar Minütchen geht. Aber die KI ist so erratisch, dass sie angreift, dass sie so mit diesem Trupp angreift. Ein knapper Sieg nennen sie das. Wo ist denn das ein knapper Sieg? Wollen wir, was haben wir? Ja, Rekrutierung. Na, ich nehme Verstärkung. Das Schwert des Kain sucht stets die Mächtigen. Ihr habt den letzten Besitzer des Schwertes besiegt und während dessen Körper noch abkühlt, ruft das Schwert nach euch. Hallo, ich bin's, das Schwert. Die Kraft eines Gottes ist in der Klinge versiegelt und wartet darauf, entfesselt zu werden. Ja, aber der Witwenmacher heißt das Ding also auch noch. Aber das kriegt er dann. Das kriegt er dann, dieser Held, den ich abrüsten wollte. Das setzt mich jetzt echt vor. Stellt mich jetzt echt vor Probleme. Jetzt hat so ein mieser Level 5 Thürsten. Das ist ja interessant. Das mächtige Schwert des Kain, ja, macht den ziemlich stark.
verursacht gewaltigen Kontakt. Ach, bei Kontakt, Wahnsinn, ist kein... Also ich sehe jetzt keine negativen Auswirkungen, aber wahrscheinlich war das das mit diesen... dass es eine Weile lang gut geht. Was ist aber, wenn ich die jetzt abrüste? Was passiert dann? Kann ich das überhaupt? Soll ich das? Okay. Anyway, ich bin jetzt echt at a loss, was ich tun soll. Weil ich wollte ja die joinen und einen abrüsten. Lethal Grace given for. So, den kann ich jetzt weiter. Ja, ist alles die Frage, was ich jetzt hier so mache. Okay, also der kommt mit Gewaltmarsch direkt vor die Stadt, aber außerhalb ihrer Angriffsreichweite. Er. Das ist die Frage, was er macht. Er läuft weiter. Ich wollte jetzt noch einen Helden. Guck mal, was es extra kostet. Abrüsten demnächst. Sie braucht noch eine. Sie braucht noch zwei Runden sogar. Er läuft weiter. Und hier ist schon die nächste kaputte Armee. Ja. Die... Ich glaube, ich rüste den Gilgarion ab oder was? Nach dem Motto, ich brauche dich nicht mehr, weil zwei Armeen ist mir zu teuer. Aber er, das Schwert ist kein. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich den jetzt abrüste, was passiert denn dann? Also, ich glaube, als erstes... Join ich die mal zusammen. Defender of the Phoenix Throne. Und er ist ja vor allem ein starker Einzelkämpfer. Also tue ich jetzt die ganzen guten Einheiten nach unten. Um nicht zu sagen, fast alle Einheiten. Und habe hier eine starke, wenn auch kampfgeschwächte Armee. Und das sind mir jetzt fast ein wenig zu viele. Drei Reichen, den will ich behalten. Die waren auch nicht so unpraktisch. Und dann... kriegt er auch noch die Armee. Leider kann man ja nicht zwei Kommandanten zusammenjoinen. Und dann... bleibt er quasi jetzt so als Einzelkämpfer über. Ist mir das das wert? Was passiert, wenn man das Schwert ist kein den Träger abrüstet? Meine Vermutung ist, das kommt doch hierher. Schreiendes Kain, dass es dann da wieder landet. Und dann kann es sich nämlich der Alistar holen, so wie es der Kriegsrat befohlen hat. Und wenn das nicht so ist, weiß ich auch nicht. Jetzt steigern wir den gerne nochmal. Und dann probieren wir es aus. Ah, nee, wir können erst noch ausprobieren, ob man es einfach ablegen kann, was dann passiert. Nee, seht ihr, das kann man nicht ablegen. Aber die Rüstung des Schicksals gibt daher. Die gibt daher. So.
Und dann probieren wir es aus. Ja, 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 ist ja gut. Und jetzt? Kontrolliere ich das Schwert des Kain? Hä? Das wird einfach zum nächsten gesetzt? Ich kapiere gar nichts mehr. Ich kapiere gar nichts mehr. Hä? Es ist aber nicht er hier, oder? Das ist immer noch Ingmir. Ach, guckt. Ja. Da hatte ich euch erzählt, dass ich ihn schon weitergeschickt hätte. Habe ich aber gar nicht. Das war halt just was. Ja, ich kann nichts für ein technisches Problem. Egal. Egal, egal, egal. Hat uns nicht viel gekostet. Oder vielleicht war es auch gar nicht vorher möglich. Aber dann schicke ich ihn jetzt. Mal hier nochmal aufrüsten. Bringt nicht, weil die Kavallerie hole ich mir in Yvres im Nördlichen, wo die Superkavallerie rekrutiert werden kann. Okay. Aber wer hat denn jetzt das beschissene Schwert? Wer trägt das von Etain? Aber hier ist niemand in Etain. Es heißt, das trägt jetzt ein Held, der gar nicht auf dem Spielfeld ist? Muss man das kapieren? Wahrscheinlich hat noch nie jemand freiwillig den Träger des Schwerts abgerüstet. Etain? Ihr tragt das Schwert des Kain, aber ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung, was passiert. Unter Umständen war das sehr, 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 sehr schlecht. Okay. Ein weiterer Versuch. Verwunden. Yes! Das hier wird noch der Obermörder, sage ich euch. Und dann kommt er in die Armee rein. Also es läuft super. Ich verstehe nicht, was hier passiert, aber es bringt Spaß, wir geben Gas. Nächste Runde. Fallen zwei Städte, möchte ich prophezeien. Und sobald Krake gefallen ist, gehen wir ja rüber. Ja, gefällt mir gut. Hier ist noch irgendwas. Ach so, die kann ich jetzt einnehmen. Geld habe ich. Wie das geschieht, weiß ich auch nicht. Es muss irgendwie gleichgeschlechtlich hinein. Wie heißt es, wenn man sich selbst paaren kann und dann Eier legt? Irgendwas jedenfalls muss sie getan haben, dass diese Siedlung jetzt hier wieder existiert. Eigentlich Schwachsinn, aber gut, ist halt so. Das kann ich dann nächste Runde. Aber ich glaube, ich sollte ihr gleich Truppen geben, falls die ankommen da. Da gebe ich ihr billige Truppen. Ja, passt. Und dann schaue ich auch noch, bevor ich es aufs Knöpfchen drücke, schaue ich auch noch, ob ich irgendwo vielleicht ein Reisfeld oder Maisfeld bauen kann. Die kosten, glaube ich, nur 500. Safari kann noch ein Maisfeld gebrauchen oder ein Gehöft und vielleicht noch irgendwo ein billiges. Nee, nichts, was ich sehen würde. Ach so, was ich auch noch gemacht habe zwischenzeitlich, ist die ganzen Provinzerlasse, die durch das durch den Anschluss ans wahre Elfenreich, was für ein Blick, oder? Alles jetzt so möglich wurde. Ich habe die ganzen Elfentore auf, ich habe im Prinzip alle auf Geld gestellt. Nee, das hier nicht. Auf Tribut müssen die natürlich alle stehen. Das kontrolliere ich nochmal.
ist wirklich unsagbar verwirrend. Genau, die wollte ich auf Wachstum setzen. Genauso. Ja, ja, da habe ich schon gemacht. Kalidor auf Wachstum. Ja, ja, das Rest passt. Also das hatte ich alles noch gemacht. Jetzt schauen wir uns nochmal die neue Glorie an. Ja. Nur noch 7 Armeen, eine weitere kann ich abrüsten, dann kommt ja auch wieder schön Geld pro Runde rein. Wenn die Wachstumsgeschichten geklärt sind, werden auch wieder verstärkt Wirtschaftsgebäude gebaut. Also das sieht doch klasse aus. Damit vielen Dank fürs Zusehen, entschuldigt den nicht vom Elfenkönig oder seinem menschlichen Manipulator verursachten technischen Fehler. Und ja, bis zur nächsten Folge der Folge 33.